Viele Parkplätze von Supermärkten und Einkaufszentren werden von privaten Parkplatzwächtern überwacht. 5 Tipps von mir, wenn ihr Post von einem solchen Unternehmen mit einer Zahlungsaufforderung bekommt. Erster Tipp. Im Regelfall bekommt derjenige eine Rechnung, auf den das Fahrzeug zugelassen ist. Also als erstes prüfen, ob ihr überhaupt an dem besagten Tag auf dem benannten Parkplatz das Fahrzeug geparkt habt. Wenn nicht, ihr das Fahrzeug also verliehen habt, weil es von mehreren Familienmitgliedern und/oder Freunden genutzt wird, solltet ihr alle möglichen Fahrer für den fraglichen Zeitraum benennen und dem Parkplatzbetreiber mitteilen. Es haftet jedenfalls immer der Fahrer, der auf den Parkplatz gefahren ist. Wart ihr das nicht, müsst ihr auf keinen Fall zahlen. Zweiter Tipp. Wenn ihr auf dem Parkplatz geparkt habt, überprüft, ob auf dem Parkplatz ein deutlich sichtbares, großes Schild mit den Parkregeln und Gebühren steht. Wenn das nicht der Fall ist, macht Fotos, um das nachweisen zu können. Der Parkplatzbetreiber macht immer eine Vertragsstrafe geltend. Ein wirksamer Vertrag kommt aber nur zustande, wenn ein deutlicher Hinweis erfolgt ist. Dritter Tipp. Überprüft die Höhe der Rechnung. Die Vertragsstrafe sollte nicht mehr als doppelt so hoch sein wie bei einem Parkverstoß im öffentlichen Parkraum. Also mal checken, was bei euch in der Stadt für ein Knöllchen zu zahlen ist. Vierter Tipp. Die Kosten zur Ermittlung des Halters dürfen nicht in Rechnung gestellt werden, sind also unzulässig. Finden sich in der Rechnung andere nicht nachvollziehbare Positionen, solltet ihr den Betreiber auffordern zu erklären, was dahinter steckt und um einen Nachweis bitten. Fünfter Tipp. Inkasso- oder Mahngebühren müsst ihr nur zahlen, wenn ihr zuvor eine Zahlungsaufforderung vom Betreiber bekommen habt und nicht gezahlt habt. Die Behauptung des Parkplatzwächters, ein Knöllchen hinter dem Scheibenwischer gelegt zu haben, ist kein wirksamer Zugang und reicht nicht aus. Sechster Tipp. Wenn euer Fahrzeug abgeschleppt wurde, müsst ihr die Abschleppkosten auch dann zahlen, wenn ihr das Fahrzeug nicht auf dem Parkplatz abgestellt habt. Ihr müsst euch dann die Kosten vom Fahrer zurückholen. Allerdings solltet ihr überprüfen, ob auf dem Hinweisschild am Eingang des Parkplatzes ein Abschleppen angedroht wird und unter welchen Voraussetzungen ein Abschleppen erfolgt. Nur unter den genannten Voraussetzungen ist ein Abschleppen überhaupt zulässig.